verehrter Thomas Brezner, aufgrund Ihrer Erfahrung möchte ich Sie zu einem Treffen mit einer berühmten Person einladen. Daher bin ich so frei, Ihnen das Anerbieten zu machen, ein nahes und persönliches Gegenübertreten zum Zwecke beiderseitigen Kennenlernens annehmen zu wollen. Bitte, wer spricht so? Das klingt unglaublich altmodisch. Und der soll hier zu Hause sein? Also wer immer das geschrieben hat, wir finden es raus. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Der Lift. Aber das gibt's doch nicht. Der Lift fährt. Ihr seid Zeuge. Ich habe nichts gedrückt. Das ist mir irgendwie unheimlich. Na, endlich. Hallo, wer ist da? Willkommen, junger Freund. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Du wirst heute eine berühmte Persönlichkeit kennenlernen. Hier im Lift? Schweig. Du kommst hier erst wieder raus, wenn du die 7 Fragen beantwortest, die ich dir stellen werde. Das wird dir nichts nützen. Hier habe ich die Macht. Also pass gut auf. Merk dir alles, was du siehst und hörst. Und los geht die Reise. Aber hören Sie, wen werde ich überhaupt treffen und kennenlernen? Jetzt bin ich aber gespannt. Ihr auch? 3/8 und 1/8 ergibt? 4/8. 2/4 ergibt 1/2. Janni Strauß, schon wieder störst du den Unterricht. Nimm dir doch ein Beispiel an deinen Bruder. 2 Jahre jünger und viel fleißiger als du. Genierst du denn dich nicht? Hör auf zu kennen, es wird rutschwert. Na warte, nach der Schule kannst du was erleben. So kann das nicht weitergehen, Janni. Was soll denn einmal aus dir werden? Ich werde Komponist, wie mein Vater oder Josef Lanner. Nur noch berühmter. Aha, Johann Strauß sind wir also diesmal auf der Spur. Ganz schön selbstbewusst, schon in jungen Jahren, der Johann Strauß. Aber wahrscheinlich muss man das auch sein, wenn man ein berühmter Komponist werden möchte. Oh, der Lift fährt wieder. Ich habe meinen Computer mit. Ich will mal nachschauen, was der alles über Strauß gespeichert hat. Strauß. Ah, es gab 3 Brüder. Johann, Josef und Eduard Strauß. Sie waren die Söhne des berühmten Komponisten Johann Strauß Vater. Der Vater hat seinen ältesten Sohn nach sich benannt. Johann Strauß Sohn, den wir gerade gesehen haben, wurde am 25. Oktober 1825 in Wien geboren und Schani genannt immer. Schau, Schani, das ist der Herr Oberbuchhalter Ludwig Scheirer, ein Meister seines Fachs. Er wird nun deine Ausbildung im Rechnungswesen übernehmen. Hochinteressant, Vater. Ich will aber lieber Musiker werden, wie du. Du wirst daran bald viel Freude haben. Das Rechnungswesen bietet unerschöpfliche Freuden für den Kenner. Mhm. So ist es. Aber jetzt muss ich gehen, Schani. Ich habe heute noch ein wichtiges Konzert. Also, mach mir keine Schand, gell? Der Unterricht kostet mir nämlich ein Vermögen. Wiederschauen, Herr Strauß. So, Schani, fahren wir gleich an. Er geht musizieren und ich soll ihr wohl verstauben. Aber ohne mich. Also, nehmen wir ein Kapital von... Wo bist denn hin, Schani? Geige spielen, was sonst? Dieser Johann Strauß schwänzte buchstäblich nach Noten. Aber eins stand für ihn von Kindheit an fest. Er wollte Komponist werden und nichts anderes. Aha, Streit mit dem Vater. Kein Wunder, würde ich sagen. Obwohl, also ich meine, das hört sich jetzt eher nach Geige an als nach Streit. Weißt du, für jeden, der sich beim Musizieren vor einem Publikum exponieren muss, ist die Eleganz der Erscheinung unerlässlich. Und darum müssen wir auf alle Fälle viel, viel, viel vorm Spiegel üben. Ja? Mach's nochmal, komm. Und die Geige hoch. Ja, schön.
Was ist denn da los? So also werden meine Anweisungen befolgt? Sollst du nicht beim Oberbuchhalter Scheirer das Rechnungswesen studieren? Aber Vater, wenn ich doch lieber Musiker werden will. Aber du sollst was Anständiges lernen. Der Beruf des Musikers ist viel zu unsicher. Aber... Nix aber! Aber bitte, wenn das so ist, dann verlasse ich das Haus, wo ich offenbar nichts mehr zu sagen habe. Und wir beide, Herr Ammann, sprechen uns nach der Probe. Aber wisst ihr, wer Schanis Musikausbildung immer unterstützt hat? Das war seine Mutter. Und sie hat es gegen den Willen des Vaters getan. Aber wie ist denn das weitergegangen dann? Oh, 1843, da war Johann Strauss 18 Jahre alt, da hat dann Vater Strauss die Familie verlassen, um sich nur noch seiner Musik zu widmen. Und Schani? Der hat sein erstes eigenes Orchester gegründet, das seine Kompositionen spielen sollte. Schani wollte es dem Vater zeigen. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Diese Singgedichte von Johann Strauss. Er ist viel besser als sein Vater. Schanis erstes Konzert, 1844. Da war er 19 Jahre alt. Und was er da aufführt, das sind die sogenannten Singgedichte. In Domeyer spielt er sehr vorbildlich. Sie zu ihm. Herrn, Sie bitte gar nicht zum Essen kommen. So herrlich ist das. Mir tanzt buchstäblich das Essen im Leib. Er ist doch einfach großartig. Gute Nacht, Lana. Guten Abend, Straußvater. Guten Morgen, Straußsohn. Noch einmal. Also gut. Fünfmal musste er das Ganze wiederholen. Na, ich bin sicher, dass sein Vater von diesem Erfolg auch gehört hat. Was sich der jetzt wohl einfallen lässt? Johann Strauss und Johann Strauss, so viel wie die beiden spielen, kommt man mit den Berichten schon gar nicht mehr nach. Ich wollte nur kurz vorbeischauen und eine kleine Aufmerksamkeit hinterlassen. Ich hoffe, Sie werden meiner bescheidenen Musik auch für dahin wohlwollende Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Viel darüber schreiben, ja? Danke. Guten Tag. Ich wollte nur kurz meine Aufwartung machen, um Sie mit dieser kleinen Aufmerksamkeit meinen bescheidenen Kompositionen zugänglich zu machen. Sie wissen schon, ein paar lobende Worte. Es können noch viele sein in Ihrer Zeitung. Strauß Vater und Strauß Sohn. Wer könnte einem der beiden den Vorzug geben? Wodurch beide mit genialster Komposition die Herzen der Wiener und Wienerinnen zu verzaubern vermögen. Das ist gut. Was sagt ihr dazu? Die beiden hätten das doch gar nicht nötig gehabt. In Wien wurde schon über nichts anderes mehr gesprochen, als über diesen Wettkampf zwischen Johann Strauss Vater und Johann Strauss Sohn um die Vorherrschaft in den Tanzpalästen. 2 Jahre hat der Wettstreit gedauert. Aber wie ist er ausgegangen? Musik.
Bitte, Schane, verzeih mir doch. Bitte, Vater, verzeih du mir. Nein, du musst mir verzeihen. Nein, du musst mir zuerst verzeihen. Nein, du zuerst. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. 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 Du bist ein wunderbarer Musiker, Mann. Ich bin stolz auf dich. Naja, ganz der Vater. Leider starb Vater Strauß bald darauf, im Jahre 1849. Er ist an Scharlach gestorben. Ja, heute ist das eine relativ harmlose Kinderkrankheit, aber damals konnte Scharlach auch noch tödlich sein. Schani hat dann sein Orchester mit dem Orchester seines Vaters vereinigt und ist auf große Konzertreise ins Ausland gegangen. Und da hat er seinen Weltruhm begründet. Reisen. Berühmter und berühmter. Und reich wurde er dann auch. Im Jahre 1854 kam nämlich eine Gesandtschaft aus Russland und hat ihn eingeladen, am musikalischen Bahnhof von Pawlowsk Konzerte zu dirigieren. Die Konzerte wurden ein riesiger Erfolg. Und Johann Strauss war vor allem der Liebling der Damenwelt. Herr Strauß, Sie haben meinen Frau so betört, dass sie Ihnen Blumen schenkt. Und jetzt spricht sie die ganze Zeit nur von Ihnen. Meinen Ehre verlangt ihr Blut. Ein Duell? Ein Duell? Bitte, wie duelliert sich jemand wie Johann Strauß? Vielleicht so? So war es ganz bestimmt nicht. Die Geschichte ist in Wirklichkeit so weitergegangen. Hunderte Frauen schicken mir Blumen. Zeigen Sie mir den Blumenstrauß Ihrer Frau und Sie kriegen Ihr Duell. In Russland, da hat Johann Strauß dann noch eine hohe Auszeichnung erhalten und er wurde eingeladen, auf dem Ball anlässlich der Krönung von Alexander II. Aufzuspielen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie sein wohl berühmtestes Werk entstanden ist. Wiener, seid froh, oho, wieso, no so blick nur um, ich bitt, warum, ein Schimmer... Besonders blau ist die Donau ja nicht, aber etwas ist komisch. Diese Melodie kommt mir sehr bekannt vor, aber hört euch den Text an. Ganz egal, ob blau oder nicht, von der Donau ist da überhaupt nicht die Rede. Was nutzt das Bedauern, das Trauern, drum froh und lustig sein. Halt, 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 so kann das nicht gehen. Herr Weil, Sie müssen noch einmal an den Text arbeiten. Der passt einfach nicht zu meiner Musik. Wenn Sie meinen, Herr Strauß, der Text soll die Leute aufmuntern nach dem verlorenen Krieg gegen die Preußen.
Ich sehe nur, dass Sie es nicht schaffen, die richtige Musik für meinen überaus anspruchsvollen Text zu finden. Adieu, meine Herren, und Erfolg beim Gesangvereinsabend. Aber gehen Sie, Herr Hofball, Musikdirektor. Die Vorführung ist erst in 2 Tagen im Diana-Saal. Nur, die Programme sind schon alle gedruckt, man kann nichts mehr ändern, es ist zu spät. Geh, wollen Sie es nicht noch einmal versuchen? Mein Gott, so spät ist es schon. Ich muss zur Probe. Wir haben ja auch noch andere Lieder zu singen. Das werde ich jedenfalls nicht dirigieren. Das können wir selber machen. Ja, aber wenigstens zu Ende komponieren. Ich empfehle mich. Die Donau so blau, so blau. Die Donau so blau, so blau. Das klingt gut. Die Donau so blau, so blau, so blau. Die Uraufführung an diesem Abend wurde stürmisch bejubelt. Ja, und Johann Strauss war sehr schlau. Weil ihm der Text nicht gefiel, hatte er gleichzeitig eine reine Orchesterfassung des Walzers vorbereitet. Sie wurde unter dem Titel An der schönen blauen Donau bei der Weltausstellung in Paris ein Riesenerfolg. Mr. sehr geehrter Strauss, Sie müssen unbedingt bei meiner World Peace Jubilee in Boston spielen. Nach Amerika? Was soll ich dort? Hier habe ich alles. Geld, Ehre, Vergnügen und Wien. Mr. Strauss, Sie werden mit einem Orchester mit 20.000 Mann dirigieren. Ja, aber die mühselige Schiffsfahrt und das schlechte Essen. Ich bitte Ihnen 50.000 amerikanische Dollars. Unfassbar, so viel haben wir in den letzten Jahren nicht verdient. Das ist die größte Summe, die ich stehe. Für ein Konzert. Vielleicht wären Sie dazu bereit, das Salär noch etwas zu erhöhen? Um den Mühen meines Gatten gerecht zu werden. Bei 20.000 Musikern finde ich die Summe als zu gering. Geld ist kein Problem. Doppelt so viel ist gut. Aha, und Strauss scheint geheiratet zu haben. Aber wen? Vielleicht habe ich es im Computer. Seine Frau heißt Henriette Trefts, ist Sängerin, 7 Jahre älter als Strauss und außerdem eine sehr begabte Managerin. Amerika-Tournee. Ich habe die Ehre, Ihnen den weltberühmtesten, den großartigsten und den genialsten und den allerfeinsten Komponisten der Welt hier Ihnen in Boston, sehr geehrte Damen und Herren, vorstellen zu dürfen. Er wird heute einen World Record leisten. Er wird nicht mit 5.000, nicht mit 10.000, er wird mit 20.000 Musikern wird er seine neueste Komposition hier dirigieren. Und hier er ist, Mr. Charles Strauss und seine bezaubernde Gattin Jette Strauss. Ist euch aufgefallen? Jetzt nennt er sich Jean Strauss. Jean? Das bedeutet nichts anderes als Johann auf Französisch. Das war damals sehr in, seinen Namen in einer anderen Sprache zu verwenden. Den Beginn des Konzertes markierte ein Kanonenschuss. Und Jean hatte 20 Subdirigenten, die jede seiner Bewegungen so schnell wie möglich an die Musiker weitergaben, denn alle konnten ihn natürlich nicht sehen. Obwohl, ich verrate euch etwas, 20.000 waren es in Wirklichkeit gar nicht. Es waren eher 2.000, aber das ist auch noch genug. Nach dem Konzert, ja, da ging der Rummel erst so richtig los. Das Zimmer von Johann Strauss wurde von tausenden Fans belagert, die alle unbedingt ein Andenken oder ein Autogramm haben wollten. So, noch ein paar Haarlocken von Mr. Strauss.
So, nicht so stürmisch, meine Damen. Es sind noch ein paar da. Sagen Sie, Herr Peter, wo haben Sie denn meine vielen Haarlocken her? Hm? Seien Sie beruhigt, Herr Strauß. Da muss ein vierbeiniger Kollege herhalten. Aber wenn der Hund auch keine Haare mehr hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Die Damen sind im Stande und verspeisen ihn bei lebendigem Leib vor lauter Bewunderung. Da komm her, da komm her. Keine Angst, dem Hund ist nichts passiert und die Haare sind dann natürlich auch wieder nachgewachsen. Ja, Shani oder Sean, der ist ein Weltstar geworden. Er ist dann wieder nach Wien zurückgekehrt und hat dort weiter komponiert. Was ist denn das hier? Eine Höhle für Fledermäuse? Nein, dort sitzt der Johann Strauss und spielt. Aber es klingt irgendwie komisch. Schau, es ist ein herrlicher Tag draußen. Hier drinnen kann man kaum atmen. Letty! Um Himmels Willen, willst du, dass dieser Nachbar wieder mithört und meine Kompositionen stiehlt? Warum meinst du, habe ich mir extra dieses Klavier hier leiser gemacht? Was ist denn das? Ist schon gut. Trink eine Tasse Tee, das beruhigt die Nerven. Was ist das eigentlich, was du gerade spielst? Das klingt gut. Psst, ein Geheimnis. Eine Operette mit dem Titel Die Fledermaus. Aber verrate es niemandem. Aber natürlich, Liebster. 1874 ist die Operette Die Fledermaus uraufgeführt worden. Und sie wurde ein riesiger Erfolg. Aber nicht nur das. Sie ist bis heute die meistgespielte Operette der Welt. Ein paar Jahre später gab es jedoch ein trauriges Ereignis im Leben von Strauss. Seine Frau Jetti starb an einem Schlaganfall. Johann Strauss konnte nicht lange allein bleiben. Und schon 7 Wochen nach Jettis Tod heiratete er ein weiteres Mal. Angelika Dittrich hieß seine neue Frau. Auch sie war Sängerin, aber genannt wurde sie immer nur Lilli. Was ist denn nicht gut? Lilli, ganz schnell ein Blatt Papier. Einen ganzen Librettisten für ein Blatt Papier jetzt bitte. Na, das ist alles, was ich habe. Das ist doch wunderbar. Das ist ja unglaublich. Er notiert die Melodie ganz einfach auf einem Geldschein. Wobei dieser 100-Gulden-Schein sicherlich viel weniger wert ist als die Melodie. Aber was hat er da vorhin gesagt? Libretto, Librettist. Was ist das? Wisst ihr's? Ich schreibe im Computer nach. Hm? Aha. Libretto nennt man das Textbuch einer Oper oder einer Operette. Und Librettist? Das ist der Autor dieses Textbuches, das dann vom Komponisten vertont wird. Der Erfolg der Fledermaus war so groß, dass Librettisten aus allen Ländern ihre Stücke nun von Johann Strauss unbedingt vertonen lassen wollten. Ja, es waren so viele, dass sich Johann Strauss ein Dank- und Absageschreiben drucken ließ, unter das er nur noch seine Unterschrift setzen musste. So viel konnte er ja nun doch nicht komponieren. Komm schon, Jean. Es warten schon alle. Der Librettist hat auch die neue Ausgabe des Zigeunerbarons dabei. Das ist übrigens Adele, die dritte Frau von Johann Strauss. Seine zweite Frau Lilli hat ihn nämlich nach nur 4 Jahren verlassen. Aber wisst ihr was? Jetzt bin ich schon gespannt, wie die Arbeit an so einer Operette aussieht. Wie wäre es mit einer Hochzeitsszene? Das kommt beim Publikum immer gut an. Es ist doch das Beste für das Stück, wenn der Held mit seinem Zigeunermädchen in wilder Ehe ohne Hochzeit lebt. Stimmt auch wieder. Es ist wie verhext, ich hab's nicht. Keine Sorge, wird schon kommen.
Glaubst du, dass das Zupern wirklich ein Schweinezüchter sein muss? Glaubst du, dass das gut ankommt bei den Leuten? Wir haben doch besprochen, dass die Figuren volkstümlich sein sollen und richtig lebendig. Soll's nicht vielleicht ein Graf sein oder ein General? Das kommt immer besser. Ich hab's! Ruhige Beine, er hat's. Das Lied vom Schuppern. Der Schweinehirt stellt sich dem Publikum vor, sich und sein Leben. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Wie Sie wissen, bin ich der Verleger von Herrn Strauß. Das Geschäft lief bis jetzt immer sehr gut. Nun ist es sensationell. Den Donauwalzer reißen mir die Leute buchstäblich aus den Händen. Ich habe schon über 1 Million Bestellungen. Großartig. Unfassbar gut. Ein Wunder. Es gibt einfach keinen Begriff, den ich nicht schon verwendet habe. Ich brauche etwas Neues, was diesen Johann Strauß einfach treffend beschreibt. Also, dieser Strauß schreibt einfach nur Schlager. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, er schreibt einfach nur Schlager. Genau, er schreibt Schlager. Er ist ja selbst ein Schlager. Das ist das treffende Wort für so ein Genie. Es ist kaum zu glauben, aber der Johann oder Schani oder Jean war der erste Schlagerstar der Welt. Und der Walzer an der schönen blauen Donau ist bis heute ein Welterfolg. Es regnete buchstäblich Auszeichnungen. Titel, Medaillen und Ehrungen aus aller Welt, von Königen und von Kaisern kamen. Und heute hat Johann Strauß noch mehr Zuhörer als damals. Beim alljährlichen Neujahrskonzert im Wiener Musikverein spielt man bis heute fast nur Kompositionen von Strauß. Über 1,3 Milliarden Zuschauer in allen Kontinenten können dieses Konzert direkt im Fernsehen mitverfolgen. Am 3. Juni 1899 starb Johann Strauß und ging als erster Megastar in die Geschichte ein. Über 200.000 Menschen sollen ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. Begraben liegt er in unmittelbarer Nähe von Schubert und Beethoven in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof. In seinem Leben hat Johann Strauß 16 Operetten komponiert, darunter die Fledermaus und den Zigeunerbaron. Dazu auch noch eine komische Oper, ein Ballett und 479 Tanzkompositionen. Und eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Wien ist das Johann-Strauß-Denkmal im Wiener Stadtpark. Nun, hast du dir alles gemerkt? Ja, ich hoffe schon. Und ich hoffe, dass ihr mich tatkräftig unterstützt. Wie hießen die Brüder von Johann Strauß? Die hießen Josef und Edi. Oder Eduard eigentlich. Richtig. Wie alt war Schani bei seinem ersten Konzert im Dommeier? Weiß ich, er war 19. Richtig. Wie viele Musiker spielten bei seinem Riesenkonzert in den USA? Also man sagt, es wären 20.000 gewesen. In Wirklichkeit waren es ungefähr 2.000. Stimmt. Wie oft war Johann Strauß verheiratet? Weiß ich, 3-mal war er verheiratet. Wie heißt die meistgespielte Operette von Johann Strauß? Das ist die Fledermaus. Richtig. Wie heißt der Walzer, der Johann Strauß zum ersten Schlagerstar der Geschichte machte? Donauwalzer. Oder genauer gesagt, an der schönen blauen Donau. Nun die letzte Frage. Wie alt wurde Johann Strauß? 1825 geboren, 1899 gestorben. Er ist 74-jährig gestorben. Richtig. Nun darfst du hier auch wieder hinaus. Danke. Leb wohl, junger Freund. Wiedersehen.